Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein neues Laber-Video. In diesem Video möchte ich mich heute mal mit dem Thema Ton beschäftigen, Thema Ton in Bezug auf meine Anwendungsgebiete. Ein Anwendungsgebiet, das kennt ihr ja, ist, ja, ich sitze sehr oft hier in meiner Computerecke, Kamera steht vor mir. Und ja, ich erzähle euch quasi irgendwas in irgendeiner Form. Ihr wisst ja, die Geschichte habe ich ja schon oft erzählt. Ich habe hier dieses Sony Aufsteckmikrofon, was über den Blitzschuh, über den Interface-Blitzschuh der Sony-Kameras quasi gespeist wird mit Daten und aber auch eben mit Strom. Und ja, die Daten natürlich über den Blitzschuh zu Kamera führt. Die Qualität des Mikrofons ist in meinen Augen sehr, sehr ordentlich. Es ist Stereo, was bei Richtmikrofonen auch nicht so oft der Fall ist. Es funktioniert wirklich sehr gut. Der Nachteil eines Richtmikrofons ist, ihr haltet eure Kamera. Ich hoffe, ihr seht das. Jetzt kommt wieder ein Zug angefahren. Die große Frage ist, was schafft das Richtmikrofon jetzt noch? Ja, wie gut ist es jetzt noch vom Ton her? Und ja, das ist halt auch eine Alternative, die man nutzen kann. Problem ist, umso weiter ich mich entferne, umso weniger hört ihr wahrscheinlich. Der Pegel schlägt noch aus. Aber ob es jetzt mich aufnimmt oder den vorbeifahrenden Zug, da bin ich mir gar nicht so sicher. Werden wir alles testen, sehe ich alles leider erst in der Post-Production. Ich blende es euch einfach unten ein, welche Tonspur läuft und welche gerade deaktiviert ist. Jetzt fährt hier ein Zug, macht ordentlich Remi-Demi. Das Mikrofon oben drauf auf dem Blitzschuh, ihr redet und alles ist gut. Ihr könnt laufen und redet, filmt euch selber. Und dann wollt ihr aber mal einen Schwenk machen und wollt was zeigen und was erklären. Dann dreht ihr natürlich die Richtseite von euch weg, sprecht hinten in das Mikrofon und das nimmt dann einfach nicht mehr den Ton sauber auf. Und ihr werdet ja, unheimlich leise. Ja, ihr habt das Richtmikrofon jetzt drauf und jetzt merkt ihr natürlich schon einen Unterschied, denke ich, vom Ton her. Und wenn ich die Kamera jetzt aber zurückbringe, dann hört ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr oder nur noch sehr schlecht, denn das Richtmikrofon ist ja ein Richtmikrofon. Der zweite Grund, Richtmikrofon nicht immer tauglich bei mir in meinem Anwendungsbereich ist, wenn ich solche Videos mache wie jetzt. Die Kamera steht hier 1,5-2 Meter weg von mir. Das Richtmikrofon müsste ich jetzt da oben drauf machen. Und alle Geräusche, die sich ja zwischen Kamera und mir quasi abspielen, würde das Richtmikrofon mit einfangen. Es gab mal Videos am Anfang, als ich angefangen habe auf YouTube, wo sich Leute beschwert haben über die schlechte Tonqualität. Da habe ich damals noch das interne Mikrofon der Kamera benutzt, was auf so eine Distanz einfach nicht mehr ausreichend ist. Und jetzt rede ich quasi in das interne Mikrofon der Sony Alpha 6600. Es geht ein bisschen Wind. Ich hoffe, man hört überhaupt was. Und ich werde den Ton auch nicht nachbearbeiten, sondern ihn so lassen, wie er ist. Ich schreibe euch hin, welche Tonspur im Video zu hören ist. Und aber auch so ein Richtmikrofon stößt dann beim gewissen Abstand einfach an seine Grenzen. Und alles, was zwischen Mikrofon und euch quasi einen Ton erzeugt, wird mit aufgenommen. Und das ist nicht immer gut und ja, hat mich sehr oft geärgert. Deswegen, es hat seine Daseinsberechtigung. Ich nutze es auch sehr gern und werde es auch weiterhin nutzen. Aber für manche Dinge ist es einfach ja, nicht tauglich. Der nächste Grund, warum ich es nicht mehr nehmen kann, für das, was ich machen möchte. Ihr wisst ja, ich habe die GoPro Hero 8 Black. Die habe ich auch eigentlich immer mit dabei. Die filmt auch immer. Ich nutze das nicht immer, schneide nicht immer alles zusammen. Da habe ich noch so ein bisschen Probleme mit das Material der Sony-Kamera mit der GoPro zu matchen, dass man die Unterschiede nicht allzu stark sieht. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Soweit bin ich einfach noch nicht. Aber ich hoffe, vielleicht kriege ich das irgendwann mal hin. Das würde mich persönlich selber sehr freuen. Gerade für meine privaten Videos auch. Aber auf was ich hinaus will, ist, es kommt jetzt demnächst der Media-Mod zur GoPro Hero 8. Ich weiß nicht, ob das mit der 7 und 6 auch kompatibel ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sich die Gehäuseabmessungen etwas geändert haben. Aber davon abgesehen, in diesem Media-Mod ist ein Richtmikrofon integriert. Richtmikrofon ist aber wieder das Problem wie hier. Wir drehen die Kamera von uns weg, sprechen hinten rein, funktioniert dann nicht. Der Mod soll zwar hinten auch ein Mikrofon haben, das muss man aber vorher umschalten. Wenn ich jetzt so vlogge und drehe, dann kann ich ja nicht erst den Ton umschalten, dann bringt ja irgendwie nichts. Könnte ich genauso gut das Mikrofon drehen.
kommt das Gleiche raus. Nächster Grund, warum es nicht geht, ist, dass dieses Mikrofon eben einen Interface-Blitzschuh braucht. Also in einem normalen Blitzschuh funktioniert dieses Mikrofon nicht. Nächster Grund, es würde hier reinragen ins Bild höchstwahrscheinlich. Wenn man den Puschel noch drauf hat, hat man den im Bild, wenn man auf Wide oder Superview filmt. Auch nicht wirklich praktisch. Ja, deswegen schaltet dieses Mikrofon zum Vloggen mit der GoPro aus. Warum will ich überhaupt mit der GoPro vloggen? Ist ganz einfach. Ich möchte euch wieder mehr mit rausnehmen. Ich möchte wieder mehr draußen unterwegs sein. Ich möchte nicht mehr so viele Software-Videos von Luminar und Capture One und Darktable und dergleichen machen, auch wenn mir das unheimlich viele Klicks bringt und ja, und dadurch eben natürlich auch die Reichweite etwas steigert. Aber das ist nicht mehr so das, was ich wirklich machen möchte. Ich möchte, also es wird es trotzdem weitergeben, aber nicht mehr in dieser Häufigkeit, wie ihr das in den letzten Monaten bei mir gesehen habt. Ich möchte einfach wieder mehr raus und möchte euch mitnehmen. Und ich möchte draußen fotografieren und möchte euch dann eben zeigen, wie mache ich was. Und dafür drehe ich dann eine Kamera natürlich auch mal. Und dann möchte ich natürlich, dass ihr trotzdem noch einen guten Ton habt. Und ja, genau um diese Geschichte dreht sich es dann. Die nächste Möglichkeit wäre natürlich gewesen, ein Lavalier-Mikrofon, so wie ich das jetzt hier habe. Aber das ist natürlich kabelgebunden. Und wenn man draußen läuft, ja, ein bisschen unpraktisch. Deswegen scheide das mehr oder weniger aus, aber ein Lavalier-Mikrofon nutze ich natürlich extrem viel hier zu Hause, wenn ich hier in meiner Computerecke sitze und ja, diese Videos aufzeichne, diese Laber-Videos. Nutzen kann ich Lavalier-Mikrofone in der Form zum Einstecken erst seit Ende 2017, als ich mir die Sony Alpha 6500 gekauft habe. Denn vorher hatte ich ja die 6000 und die hatte keinen Mikrofoneingang. Deswegen hatte ich mir ja damals dieses Richtmikrofon gekauft, um überhaupt Ton aufnehmen zu können. Ja, jetzt habe ich jetzt gerade ausgepackt aus dem Karton. Mehr war da tatsächlich nicht drin. Es gehört noch ein kleines Täschchen dazu. Habe ich mir ein neues Lavalier-Mikrofon gekauft. Und zwar von der Firma Rode. Das ist das. Ich hole mal kurz den Karton. Das ist das Lavalier Go Mikrofon. Soll wohl eine sehr gute Qualität haben, ist nicht für Smartphones geeignet. Ich habe mich aber trotzdem dafür direkt entschieden, um es nutzen zu können. Bin sehr gespannt und das werdet ihr jetzt in dem Video auch gleich noch hören, wie die Qualität ist. Ja, na, das Teil ist ja nur echt putzig. Das ist ja wirklich riesig. Von dem Kabel jetzt mal nicht stören lassen. Das wird natürlich so nicht bleiben. Ich könnte das jetzt noch verlängern. Ich habe hier mein Verlängerungskabel, könnte ich nutzen. Aber ich habe mir nicht nur dieses neue Lavalier-Mikrofon gekauft, wo ich jetzt hoffe, dass ihr mich überhaupt hört, weil getestet habe ich es überhaupt noch nicht, sondern auch das Rode Wireless Go. Das ist meine erste Funkschleife. Ja, und das ist genau das, was ich am Ende des Tages brauche. Ob das dann im Zusammenspiel mit diesem Lavalier-Mikrofon oder mit meinem alten Lavalier-Mikrofon oder mit was auch immer dann mal funktionieren wird, muss ich erst sehen, kann ich überhaupt noch nicht sagen. Aber wir packen das jetzt mal zusammen aus. Ist ebenfalls heute eingetroffen. Ist ja eine starke Verpackung. So. Wir öffnen das Ganze und dann habt ihr hier diesen Inhalt. Ihr wisst, ich bin kein Unboxing-Profi, mache auch eigentlich keine Unboxing-Videos. Hier ergibt sich jetzt gerade so, deswegen nutzen wir das mal. Wir haben in dem Set, was haben wir eigentlich? Whoops. Also, wir haben einen Empfänger wahrscheinlich, einen Sender, was ist, werden wir gleich schauen. Hier ist ein Ladekabel Type-C, kann man immer gut gebrauchen, das finde ich schon mal stark. Und nochmal das gleiche Kabel, sehr stark.
Type-C-Anschluss am Sender und Type-C an Empfänger. Okay. Dann haben wir das bekannte Rode-Klinkenverbindungskabel. Zwei Windbusche. Trockenabsorber, wie immer. Eine riesengroße Anleitung. Und noch eine kleine hübsche Tasche. Dann ist die Schachtel leer. Und ich hoffe, mein erstes Unboxing hat euch gefallen. Nein, Spaß beiseite, darum sollte es gar nicht gehen, sondern um diese Sachen hier. Diese Klemmen, das habe ich in Videos gesehen, diese Klemmen, die man eigentlich hier dran macht, haben ja, die Funktion, die passen im Blitzschuh. Und das werden wir jetzt auch gleich machen, denn ich schalte jetzt gleich um das Ganze. Und ja, das Gleiche auch für den Sender, das ist der Sender, genau. Und den schalte ich jetzt schon mal ein. Der ist jetzt an. Leuchtet hier so blau. Und die zweite Lampe ist der Pairing Mode, vermute ich. Und dann schalten wir mal den Empfänger an. Wireless Go steht dann hier auf dem Display. Die Akkus sind jetzt natürlich nicht so voll. Aber ihr seht, wir sind direkt verbunden. Es leuchten beide Lampen. Und der Clou ist, in diesem Sender ist ein Mikrofon integriert. Und das werden wir jetzt als erstes testen. Ich nehme jetzt das Verbindungskabel, tue das in den Empfänger und wechsle jetzt den Ton. Bis gleich. Ja, der Empfänger ist angebaut. Ich spreche jetzt hier in den Sender. Wir nutzen jetzt dieses kleine integrierte Mikrofon des Senders. Könnte ich mir jetzt hier anklippen. Spare ich mir jetzt, denn ich stecke jetzt gleich mein neues Lavalier-Mikrofon hier an. Ich möchte euch nur mal den Ton quasi vorstellen. Was mir gerade aufgefallen ist, bei der Sony A6600, wenn ihr die Augenmuschel des Suchers benutzt, dann kriegt ihr den Empfänger schlecht da drauf. Also entweder Augenmuschel ab oder ein bisschen rumfriemeln, um den da oben reinzukriegen. Fand ich jetzt ein bisschen doof und ein bisschen friemelig, aber gut, okay, ist so. Jetzt habt ihr so ein bisschen mal einen Eindruck von der Tonqualität des integrierten Mikrofons im Sender, was ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass hier gleich ein Mikrofon drin ist. Und jetzt stecke ich mein neues Lavalier-Mikrofon an. Klack. Kann den Sender hier zur Seite legen und hoffe, dass ihr mich jetzt hört. Ja, das sind jetzt die Optionen, die ich dann jetzt zukünftig habe. Ich kann den Sender jetzt hier an meine Tasche stecken. So, das Kabel würde ich jetzt innen lang legen. Dann habe ich hier nur noch diesen kleinen Puschel. Hoffe natürlich, dass der dann auch draußen funktioniert. Ansonsten habe ich noch einen größeren Windpuschel, den ich da noch drauf machen könnte. Und dann würde ich das Ganze mal testen. Ja, jetzt Funkschleife. Warum? Wieso, weshalb, einfach erklärt. Ich habe die Hände frei, das ist das eine. Ich bin ungebunden, völlig kabelfrei. Ich habe den Empfänger hier unten jetzt an meinem Gürtel befestigt. Nehme den hier mal raus. Das ist der Empfänger des Rode Wireless Go. Der Sender hängt jetzt hier dran. Den kann ich euch jetzt natürlich nicht so gut zeigen. Höchstens in der GoPro. Aber ich probiere es mal so. Weiß jetzt nicht, ob er scharf wird. Ich probiere es einfach mal, ansonsten schneide ich dann auf die GoPro. Da seht ihr hier eine Pegelanzeige und die schlägt ganz ordentlich aus und ich habe den Pegel ganz unten. Ich habe allerdings die A6600 jetzt noch nicht ja, für Audio so optimiert, noch nicht alle Einstellungen gemacht. Und wir sehen natürlich die Akkuanzeige des Empfängers und des Senders. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sehr, sehr gut ist, weil so weiß ich immer, wo ich bin. Rode selber gibt hier eine Laufzeit von sagenhaften 7 Stunden an. Ja, wenn das so tatsächlich ist, wäre das schon eine krasse Nummer. So, ich habe euch jetzt quasi auf den Rode SC montiert. Das dauerte mal einen kleinen Moment. Ich hatte vorher das Sigma 16 mm drauf und habe damit gefilmt mit dem Rode. Deswegen musste ich jetzt eine neue Einstellung nutzen. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Drehe jetzt das Ganze, könnte jetzt vloggen und bin hier völlig ja, frei, was den Ton angeht. Ihr seht natürlich, dass das jetzt hier oben stört im Display, der kleine Empfänger.
Aber da würde man sicherlich eine Lösung finden, wo man den befestigt, vielleicht hier direkt am Kabel anklippt oder sowas. Und ja, dann könnte man hier wunderbar flocken mithilfe des Rode Wireless Go. Ja, zur Tonqualität kann ich jetzt aber noch nichts sagen. Schreibt ihr es mir doch einfach mal in die Kommentare, von welchem Mikrofon ihr den Ton jetzt am besten fandet. Und ja, dann schauen wir einfach im nächsten Video, werde ich darauf dann nochmal kurz eingehen. Denn in meinem nächsten Laber-Video habe ich geplant, mich nochmal mit euch über die Sony A6600 zu unterhalten. Ich habe sie jetzt 2-3 Wochen im Besitz und habe sie ordentlich genutzt, ordentlich damit gearbeitet. Und ja, ich habe noch einen derben Nachteil gefunden, wo ich eventuell eure Hilfe brauche, weil ich selber nicht drauf komme, was ich machen kann. Oder ja, ist es tatsächlich ein Problem der Kamera. Um was es da geht, möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es ist für mich nicht so wichtig, aber es ist ein Punkt, den ich vorher nicht bedacht habe, beziehungsweise nicht bedenken konnte, weil ich es gar nicht wusste, dass es davon abhängig ist, der aber für manche von euch störend sein kann. Aber dazu mehr im nächsten Labervideo. Ich hoffe, ihr schaltet da dann wieder ein. Es wird diesmal nicht so lange dauern, bis ich das Video veröffentliche. Weiß noch nicht, wann ich es aufnehme. Schätze mal am kommenden Wochenende, so dass ihr es dann quasi, das Video heute ist Freitag. Vielleicht nächste Woche Freitag als Freitagsvideo sehen könnt. Versuche ich mal so meinen Zeitplan aufzunehmen und dann schauen wir einfach mal. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dieser dann doch etwas ungewöhnliche Tontest, dieses doch etwas ungewöhnliche Video rund um Mikrofone hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, denkt unbedingt auch an die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn neuer Content online gegangen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns hier auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao.